Willkommen zurück aus der Pause bei Bloodborne, hier im Kanehurst Castle Gebiet, wo wir uns ja heute quasi mit der Kutsche haben hinfahren lassen. Und hier gucken wir uns jetzt einfach mal weiter um, was es hier noch zu looten, zu bekommen, zu überhaupt gibt. Letztendlich haben wir gerade eine Waffe gelootet, die schauen wir uns einfach mal an, und zwar diesen Reiterpanatsch. Scheint eine Dex-Waffe zu sein, skaliert mit C auf Dex, macht physischen Schaden und Blutangriff. Also ist wahrscheinlich wieder eine Knarre eingebaut. Und sie macht Gift. Ne, sie macht kein Gift. Sieht aus wie ein Florett oder wie ein Degen. Jawohl. Also quasi wie Espada Ropera. Ich liebe diese Waffe schon jetzt. Alter, ich liebe diese Waffe. Also die werde ich auf jeden Fall aufwerten. So, wir machen mal... Okay, sie wird nicht länger. Aber man kann mit schießen. Wie geil ist das denn? Transition? Geil. Ich liebe diese Waffe. Die werde ich aufwerten auf jeden Fall. Sowas ist mein Ding. Mal gucken, was das Ding dann kann. Sieht auf jeden Fall interessant aus. Oh mein Gott. Ja, wie gesagt, wir hatten uns ja hier umgesehen. Und wollten hier mal nochmal runterschauen. Genau so war das. Erstmal wieder reinkommen. Gucken wir einfach mal, was es hier unten gibt. Weil da habe ich auch Loot gesehen. Neben diesen ganzen Bestien. Ja, wir hatten gerade in der Pause über CI Games und Deck 13 gesprochen. CI Games hat Deck 13 halt quasi entlassen. Die sind jetzt nicht mehr beteiligt an Lords of the Fallen 2. Habe ich heute auch auf Facebook gepostet. Und ich weiß nicht, was ich davon halt halten soll. Ich weiß es nicht. Finde ich nicht so gut. Baphomet! Vielen Dank für deinen Follow, mein Lieber. Und ich muss mal ganz kurz diese Dinger hier wegmachen, die ich schon wieder nicht treffe. Alter! Flacco! Also, mit Lock geht es nicht. Da verliere ich mehr Leben als alles andere. Baphomet und Flacco, ihr beiden. Dankeschön. Ja, wie gesagt, ich habe gerade von diesen optionalen Bossen in den beiden Gebieten gehört. Wie gesagt, die schauen wir uns alle an. Wie gesagt, da könnt ihr mich nachher dann auch, nachher halt nicht in diesem, sondern zum Ende des Spiels dann auch spoilern, was das Zeug hält. Solange, wenn es geht, noch ein bisschen zurückhalten. Aua. Aua. Das sind aber viele. Nice. Mein Gott, wo kommen die her? Ist hier ein Nest? Ja, Dalui, ich werde mir auf jeden Fall den zweiten Teil kaufen, weil der erste für ein Erstlingswerk fand ich den super. Okay, bitte mal einmal weg. Alter, diese Mobs. Super nervig. Bums nervig. Oh, Hilfe. So, und jetzt, Obacht, jetzt kommt der epische Loot. Alles für diesen Loot. Nur für diesen Loot. What the fuck? Das hätte ich jetzt auch gesagt. Keine Reichtümer, einfach nur so eine komische Rune. Super. Pausende, gib eine Spende. Und was sich reimt, ist gut. Der Raggi weiß, was gut ist. Raggi, du Verrückter, ich danke dir. So. Genau wie Celeste Funeral es sagt, dafür, dass es ein Erstlingswerk war und so verdammt nah an Dark Souls rangekommen ist, der Stärkebild war super spielbar. Gut, der Dex-Bild
Und der Magiebild war jetzt nicht so toll. Ich habe ja alle drei probiert. Aber in dem Stärkebild war halt schon sehr viel Gutes. Ein bisschen mehr Feintuning, vielleicht ein halbes Jahr mehr Entwicklungszeit. Wären vielleicht noch zwei, drei Levelgebiete mehr gewesen, ein paar Gegnertypen mehr. Bisschen polischter und dann wäre das ein echt toller Titel geworden. Ich meine, er hat sich, glaube ich, ja fast 1 Million Mal verkauft. Also 900.000 Stück haben sie abgesetzt. Das ist ja schon beachtlich. Und ja, ich bin schon auf Teil 2 gespannt, aber der wird jetzt halt eben von extern entwickelt. Also von CI Games und extern und nicht mehr von Deck 13. Was ist denn das hier? Warum bewacht das? Was bewacht das Vieh? Was macht das Vieh da unten? Ist da irgendwas? Ja, keine Ahnung, warum ich da hin sollte. Kommt das hier hoch? Medias, sei gegrüßt. Sei gegrüßt. Ja, und dann war, glaube ich, nochmal die Frage, wie man hier hingekommen ist. Über den verbotenen Wald, über die erste Brücke laufen, links halten, da kommt ein Dorf. Da sind so 3-4 Hundekäfige. Da haltet ihr euch ganz hart links und dann lauft ihr auf eine Höhle zu. Und in dieser Höhle ist eine Leiter und die Leiter geht hier hoch. Da kommt ihr zu Josefkas Klinik. Quasi das Gebiet, wo man das Spiel startet. Und dort findet ihr die Einladung nach Kanehurst Castle. Und da steht drauf, geht zur Hemwick-Kreuzung. Das haben wir gemacht. Und da ist so ein blauer Stein. Und da kommt eine Kutsche, die holt euch ab. Und die fährt euch hier hin. Und dann seid ihr hier. Und dann kann man sich hier umschauen. Und das sieht gut aus. Ja. Wenn du den Endboss tötest, MacJabba, kommst du automatisch ins NG+ bei Lords of the Fallen. Ja, und die Atmung hier ziemlich geil. Atme ich jetzt? Ja, da atme ich. So, wir haben uns hier unten gerade ja schon umgesehen. Dementsprechend, glaube ich, könnten wir nach oben. Und es gibt einmal links und einmal rechts. Links sind links sind Türen und Gegner. Stani TV. Dankeschön. Für deinen Follow, mein Lieber. Hier in Kanehurst Castle. Gucken wir erstmal hier hin, weil hier habe ich keine Türen gesehen. Oh. Es werden immer mehr. Ich unterschätze mal die Reichweite von dem Angriff. Aber hier gibt's Loot. Und was ist das denn? Für ein Gnom. Oh, ja, keine Ahnung, Slash Funeral. Da bin ich leider gar nicht bei dir. Dragon's Dogma. Die entwickeln ja gerade für den japanischen Raum Dragon's Dogma Online als Free-to-Play. Ich wurde mit Dragon's Dogma leider nicht warm. Was bist du für ein Mobs-Ding? Ist das der König? Der hat ein Zepter. Was ist das? Okay, komischer Mob. Ist das hier König und Königin? Hallo. Au! Ich konnte dir... Nee, oh Gott, was bist du denn? Du siehst anders aus, nicht so bläulich. Du siehst aus wie eine Königin. Die sah anders aus. Oh, das ist schon mal gut. Blutscheinbrocken, das ist schon mal super. Da brauchen wir nämlich noch etliche, um die Waffen aufzuwerten. Und bis jetzt haben wir noch kein Gebiet, wo wir die vernünftig farmen können. Ist Celeste noch im normalen... Ja, Mia. Klar, wie gesagt, schau auf den Titel. Wir haben gerade 9 Storybosse tot und 4 Dungeonbosse. Ich werde auch eine ganze Zeit noch im NG bleiben, um da alles Optionale zu erkunden. Alle Secrets gucken, mitnehmen, alle Waffen, alle Bosse mal machen. Und dementsprechend den Endboss so lange wie möglich aufschieben. Das heißt,
wenn ich vor dem Endboss stehe, da dürft ihr spoilern und sagen, Endboss, nicht töten, sterben. Dann machen wir den nämlich erstmal nicht. Das habe ich schon gesagt, mir. Obwohl, die sah gleich aus, ne? Da hinten ist noch so ein Moped. Ist die Frage DS2 für PS4? Pater? Ja, also als Souls-Fan führt da halt kein Weg dran vorbei, meiner Meinung nach. Preispolitik hin oder her. Aber ich sag dazu, ich wäre auch so ein Verrückter. Ich hätte 450 Euro für das Spiel ausgegeben in Form von Spiel und Konsole. Ich habe mir damals auch ein Gamecube geholt, weil ich Resident Evil spielen wollte. Also ich bin da ein bisschen verrückt, was das angeht. Wie gesagt, ist halt ein Hobby und dafür gibt man halt eben Geld aus. So ist es. Manche Leute tunen ein Auto und holen sich halt eine Auspuffanlage für Tausende von Euros Alufelgen oder lassen die Karre tiefer legen. Manche Leute fahren gerne Fahrrad und holen sich für 2000 Euro ein tolles Fahrrad. Mein Hobby ist halt Gaming und ich spiele halt gerne gute Games. Also hole ich mir auch die entsprechende Plattform dafür. Ich sage jetzt nicht, ich spiele nur Sony Games oder nur Xbox Games. Wenn es wirklich was auf der Xbox geben würde, also nehmen wir mal einfach an, From Software würde sagen, hey, ich mache jetzt das nächste Spiel für die Xbox, würde ich mir eine Xbox holen. Aber das muss halt jeder für sich selber wissen. Klar, wenn man halt eben nicht das als so als krasses Hobby sieht, dann würde man es vielleicht nicht machen. Wie geil das hier aussieht. Boah, dieser Detail grad. Ich feier grad so hart. Das ist so unglaublich gut. Da ist eine Kiste. Wie gut. Guckt euch das an. Das ist so gut. Meine Kiste. Kiste, Kisten. Nobles Kleid. Ah, ich verklick mich da. Mein Hals ist dreckig und mein Gesicht. Na dann. Von da komisch. Und hier war nichts. Ja, hier war nichts. Ja, na super. Dann müssen wir, glaube ich, mal hier durchs Fenster. Würde ich behaupten. Würde ich sagen. Oh, DS1 oder Bloodborne. Das ist schwer zu sagen. Die waren beide sehr gut. Also, der schlechteste Teil ist meiner Meinung nach tatsächlich Dark Souls 2. Spende, Spende, Spende. Spende von White Fuchs. Oh mein Gott, sorry, mein Lieber. Es war jetzt nicht bös gemeint. Eine kleine Spende ist toll. Wird aber der Geldbeutel nicht voll. Lieber etwas mehr und der Liquid Tank wird auch nicht leer. Und was sich reimt, ist absolut richtig. Liquid muss fließen. Ohne Liquidfluss ist ganz scheiße. Das habe ich im ersten Stream getestet. Das kokelt nämlich wie Sau. Geld für Liquid muss immer da sein und deswegen behalt es und kauf dir lecker Liquid. Pinkspot, Waypass oder Tasty Puff kann ich empfehlen. Kann auch die Tanja empfehlen. Raspberry Lemonade von Pinkspot, mein lieber White. Ein Gaumenorgasmus. Ist nicht billig, kostet glaube ich 7,77 Euro das Fläschchen. Aber ist richtig gut, White. Aber ich sag trotzdem an der Stelle, danke dir, mein Lieber. Wie gesagt, es kommt nicht auf die Größe an, sondern nur, dass es von Herzen kommt. Und wie gesagt, danke dafür.
So. Gucken wir mal, ob es hier irgendwelche Secrets vielleicht wieder irgendwo gibt. What the fuck? Es lässt dein Kleid an und verlässt wie ein Mädchen. Ja, natürlich. Granaten, Karl, schon wieder. Spendenhype, Fern von uns Sless. Baron von der gemalten Welt von Ariamis Reloaded. Ich sollte mir mein Gesicht waschen. Das wäre... Granaten, Karl. Ich danke dir zum zweiten heute, du Verrückter. Oh mein Gott. Dankeschön. Also wenn DS1 für die Next Gen kommt, Avo, da würde ich feiern. Habe ich auf Twitter schon geschrieben. Zu PlayStation.de, zum PlayStation Twitter-Account. Wenn sie DS1 oder Demon's Souls nochmal umsetzen für die Next Gen oder ein Komplettpaket, meinetwegen Souls-Universum als Next Gen, nochmal DS1, Demon's Souls, DS2 mit reinpacken und Bloodborne und alles meinetwegen dann für 100 Euro verkaufen als Komplettpaket. Shut up and take my money, aber sofort. Ich würde alle Spiele nochmal spielen. Ich kann leider noch nicht sagen, das habe ich geguckt, die Trophäen sind im Moment bei Dark Souls 2 auf der PS4 noch deaktiviert. Das war fies, du Ariamis-Flatterarsch. Du Ariamis-Vogel. Du Ariamis-Vogelbauer. Mistgerät. Hm. Sorry, ich muss mir leider hier mal die andere Rüstung anziehen. Welche hatte ich denn an? Ich hatte die an. Ja. Auch der typische Ariamis-Vogel. Die sind noch nicht aktiviert, die Trophäen, weil ich habe eine neue Trophäe bekommen, obwohl ich Platin habe, was wohl heißt, wir können nochmal Platin machen auf der PS4-Version. Nach der Charaktererstellung gab es nämlich direkt eine Trophy, die aufgeplöppt ist. Das heißt, es gibt wahrscheinlich nochmal komplett neue Trophys auf der PS4. Aber ich kann es noch nicht einsehen, die sind noch nicht sichtbar. Am Arsch die Räume. Ich wäre für Bloodwill für die Next Gen. Ja, Proflo sei gegrüßt. Schönen guten Abend. Ja, ich kann bei dir leider nicht zu Ende gucken oder nicht weiter gucken, weil du bist ja dann doch recht schnell vorwärts gepaced in deinen Stream und bist da schon irgendwo an Orten, keine Ahnung wo. Deswegen kann ich deinen Stream nicht da weiter gucken. Sorry. Also besser die Aufzeichnung. Ich habe ja die Aufzeichnung immer nur geschaut. Also hier geht's einmal nach oben, da geht's einmal nach da. Ich glaube, ich guck mal nach da oben. Konsul, ich danke dir fürs Follow. Medias? Bloodborne? Nein. Das läuft auf 30. Dark Souls 2, 1080p, 60 FPS. Also zumindest jetzt das Tutorial-Gebiet. Und ich gehe davon aus, wenn es nicht großartig droppt, noch ein Brocken. Wie geil, wir sind im Brockengebiet. Ich feiere gerade. Das war doch Captain Obvious. Blöder Mob. Wo ist er hin? Da. Ach man, ey. Ja, ich habe einige Tests gelesen. Es schwankt halt zwischen 50 bis 60 FPS, die PS4-Version. Also, wie gesagt, sie soll recht stabil sein. Werden wir dann Sonntag im Stream halt rausfinden. Bin ich halt schon sehr gespannt drauf. Von da sind wir gekommen. Wir haben uns den Miniturm angeguckt. Wir waren hier, können hier mal gucken, ob es hier noch was gibt. Aber da glaube ich nicht dran. Nee, da hätte man einfach nur hochgehen können. Okay. Boah, wie geil das hier ist. Da hat man mal gebettelt. Dann ist die Frage, was ist hier? Die Frage ist, was ist da? Also runter könnte man wahrscheinlich, aber... Keine Ahnung. Muss man mal im Hinterkopf halten. Ist vielleicht so eine Hidden Area. Keine Ahnung. Ah!
Da willst du einmal dein Getränk greifen und schon frisst dich hier der nächste Mops, Mann. Das ist unglaublich gekackt, Mann. Ja, und jetzt wäre so ein Leuchtfeuer langsam nicht schlecht, weil bedrohlich wenig Dingers. Na gut, nicht bedrohlich, aber doch deutlich weniger, als wir sonst hatten. Wie sieht Dark Souls aus im Vergleich zu Bloodborne? Oh Gott, ja, ich glaube, es ist kein Vergleich. Das klingt jetzt ziemlich hart, aber deutlich mehr Details hier. Also, ja, es ist 1080p, aber die Texturen etc. sind hier deutlich liebevoller. Was sind das hier für Mopse? Achso, die einfach ausweichenden Mopse. Ach, der hat einen Degen! Aua. Oh, zwei Blutsfiolen. Die gab es hier tatsächlich wenig bis jetzt in dem Gebiet. Oh, was ist denn das da hinten? Ah, nicht schön. Nicht schön. Fetter Grafikfehler. Nicht ausgerendert. Ah, nicht schön. Da gucken wir nicht hin. Das hat nie stattgefunden. Aber du merkst halt, irgendwo fehlt immer vielleicht das letzte bisschen Polish-Zeit, das letzte bisschen Geld. Und dann hast du halt eben solche Klamotten halt drin. Und irgendwann sagen dann die Entwickler halt einfach, komm, Release, wir kriegen eh nicht alles raus. Deswegen gibt es dann halt einen Day-One-Patch oder halt einen First-Week-Patch. Naja, keine Ahnung, dumme Industrie halt. Aber ich meine, sind ja auch die Spieler ein bisschen selbst dran schuld. Okay, da geht's weiter. Da hinten ist Loot. Irgendwie. Ah ja, okay. Genau, das habe ich mir auch gerade gedacht. What the f- Alter! Was war das denn? Die haben so einen Echolot-Angriff. Okay, jetzt wissen wir auch, warum die im Nahkampf total scheiße sind und nichts tun, aber auf Entfernung bumsen sie dir einfach mal das Gehirn aus dem Schädel, weil sie hier so ein Echolot machen. Ja komm, ich mach mich mal ganz voll. Ruhe im Puff. Yannick Zombie, ich danke dir fürs Follow, mein Lieber. Ich muss eben den Loot looten. Ich bin gleich bei euch. Bei dir, Yannick, und bei dem netten Spendermann oder Frau oder Henkergewand. Ja, natürlich. Kommt uns ja bekannt vor aus einem gewissen anderen Spiel. Henkergewand. Henkergewand. Henker. Panzerhandschuh. Und Henker. Hose. Okay, ich meine, so scheiße sind die Werte jetzt noch nicht mal. Also das kann man ja wirklich anlassen. Da würde ich ja fast sagen, schöne neue Rüstung. Horst, haut drauf. Seitdem es Demon's Dark Souls gibt, habe ich keine andere Spiele, die mich so ähnlich begeistern. Ich kaufe mir die PS4 nur wegen Bloodborne. What's wrong? Entwickler lernt raus. Macht Remake. Genau die Einstellung, ehrlich gesagt, habe ich ja auch Horst haut drauf. Wie gesagt, bin nicht böse, wenn andere Leute andere Einstellungen haben, aber ich sehe es auch so, shut up, take my money, mach eine Fortsetzung, die vielleicht auch dann auf der PS4 kommt und ich bin glücklich und kann 200, 300, 400 Stunden geiles Spiel spielen. Und ich sage, danke Horst, und wenn du das machst, viel Spaß auch mit deiner PS4 und Bloodborne. Das ist halt einfach zu gut. Es ist einfach zu gut. Ich meine, allein schon,
wie viel Spaß wir jetzt in der letzten Woche unseres Lebens hatten, wo wir jetzt zusammen hier im Stream Bloodborne spielen. Ich glaube, ihr habt, oder ich hoffe einfach mal, ihr habt Spaß und ich habe Spaß. Und das ist einfach eine geile Woche. Es ist für mich hell of a ride, wie man so schön sagt. Ich gehe mit breiten Grinsen abends ins Bett und stehe mit breiten Grinsen auf und freue mich auf den nächsten Stream und alles super, alles geil. Und wie gesagt, die Zuschauerzahlen, ich vermute einfach mal, ihr habt auch Spaß, sonst würden nicht so viele Leute gucken. Und das ist halt einfach für mich geil. Alter! Alter! Dukes Archiv in... Alter, Vater, Mann. Boah. 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 Ja, an sowas kann ich mich dann einfach erfreuen. Das ist einfach... Das ist einfach... Boah. Boah. Sorry für die Wortwahl. Da verschlägt es mir echt die Sprache. Ich meine, Souls Games war noch nie dafür bekannt, dass sie jetzt grafisch bombastisch sind. Aber das muss ich sagen, ist hier schon fast grafischer Bombast. Das ist... Das ist einfach... Ja, keine Ahnung, sorry. Da ist verschlägt's im Streamer die Sprache. Ekelblüterregister. Was? Was? Ein Register, das alle bekannten Ekelblüter auflistet. Aufzeichnung im roten Leder von den Ekelblütern. Die Analyse... Achso, die heißt wirklich Analyse. Ich dachte, Analyse falsch geschrieben. Nein, Analyse. Ihre Königin in Schloss Kenos treu sind. Schon lange werden Chroniken über die Ekelblüter, mordlustige Jäger, die den Blutsamen ihrer Beute suchen, geführt. Hinweis, nur Online-Nutzung. Offline nicht einsetzbar. Ja, ich vermute mal, das ist wahrscheinlich so ein Register, wo man halt wieder ne, so Sünder oder böse Spieler eintragen kann. Das ist wahrscheinlich irgend so ein Eid-Ding. Gab es ja in Dark Souls immer so ein Register, wo man sowas eintragen konnte. Keine Ahnung. Eventuell finden wir jetzt ja hier in diesem Gebiet unseren ersten Eid. Und ich vermute, hier ist ein Shortcut. Aber wo führt der hin? Aktivieren wir mal. Gucken wir mal. Das wird ja unten sein, wa? Hm. Ja, ich glaube, genau, da vorne ist das Leuchtfeuer. Würde ich sagen, nutzen wir das mal. Wir haben 43.000 Seelen. Gehen wir doch einfach mal ganz kurz ein Level leveln. Und da oben waren ja nicht viele Mobs. So. Papa, du, wo wir gerade sind, fragst du? PS, zweiter Welt. Okay, ihr redet über was anderes. Keine Ahnung, worüber ihr gerade redet. Pater fragt, ob es ein DLC zu Bloodborne geben wird. Wird vermutet. Wird vermutet. Sicher natürlich nicht, aber in der heutigen Zeit wären sie es dumm, wenn sie es nicht hätten. Ein gutes DLC in Form von Prepare to Die Edition. Das war wirklich ein sehr, nicht Prepare to Die, Artorias of the Abyss, so hieß das von Dark Souls 1. In der Qualität, shut up, take 20 bucks and I will play it. Ja, also so ein Artorias of the Abyss für 20 Euro sofort. Bist du locker halt deine 20 bis
60 Stunden mit beschäftigt. Also 60, wenn er halt halt wirklich alles abfarmen willst. Beziehungsweise dann auch noch den PvP vielleicht mit einrechnest. So, kurz reparieren gehen. Obwohl, ich könnte mal eben gucken, wie viel ich noch für ein Level brauche. Da habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Reparieren. Dann können wir nämlich nochmal eben ein Level machen. Wir haben nämlich so viele Dinger, die wir ploppen können. 22, ja Gott, das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Dann können wir nämlich noch eins leveln. Möget ihr euer Ja. In der wachen Welt finden. Laber mir doch keinen Knopf an die Backe. Wir haben ja hier so viele Dingers. Verwenden. War wieder der kleinste von allen. Natürlich. Mehrfach verwenden. Jawohl, ja, mach mal. Ja, das reicht doch schon. Willkommen daheim. Was für. Dann möchte ich noch ein Level leveln, und zwar 16 Stärke. Jawohl, ja. Perfekt. Ne, da war es nicht. Da war es auch nicht. Oh, ich muss mir mal merken, wo die Dinger sind. Da, Kane heißt. Ja, klar. German Cakes, oder ja doch, wird German Cakes heißen. Klar, ich bin sogar Abonnent von Funk. Seit 8 Monaten oder so habe ich den dauerhaft abonniert. Deswegen die Funk Fist und der Funk Mob sind seine Emotes, weil ich da Subscriber bin. Ich liebe Funk. Der ist für mich meiner Meinung nach der beste deutsche Streamer, den wir im deutschsprachigen Raum haben. Ist echt top, der Typ. Wie gesagt, Gronkh hat zwar mehr Zuschauer, aber Gronkh kommt ja eigentlich nicht vom Stream. Und das merkst du halt auch, dass Gronkh da halt auch noch versucht, seine Linie zu finden. Und Funk hat halt mittlerweile seine Linie, wie er streamt. Und das ist halt Unterhaltung pur. Das ist super. Ich bin Funk-Fanboy. Gib ich auch gern zu. Ja, Bell, ich sag mal, es gibt ja verschiedene Spielertypen. Jetzt prinzipiell würde ich nicht sagen, Rise kenne ich nicht, sagt mir nichts, aber Battlefield. Ich meine, es gibt ja eine Community, die halt gerne Multiplayer-Shooter spielt, aber das ist halt eben eine andere Community. Die spielen ja nicht das Spiel, weil das Gameplay schwierig ist, sondern einfach, weil sie sich gerne in Shooter-Skills messen. Das ist halt zum Beispiel nicht meins, weil ich halt überhaupt kein Aiming habe. Aber soll jeder machen. Ich bin da ganz, ganz liberal und sag einfach, leben und leben lassen. Jeder spielt das, was er mag. Solange. Was hab ich da? Was ist das denn? Was ist das? 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 Wie krieg ich's weg? Mach's weg. Was ist das? Hilfe! Was ist das? Mach's weg! Was ist das? Was passiert hier? Was? Warum? Das ist doch gerade nicht passiert. Ich will's nicht. Mach's weg. Wer? Warum? Ach, der da hinten. Ich komme da nicht hoch. Alter. Der Kerzenboy. What the fuck? Brainfuck, absoluter Brainfuck. Aber so hart. Vor allem beim ersten Mal, wenn du nicht weißt, was das für ein Symbol ist, ey. Du denkst einfach mal, da ist nur so ein Symbol und. Oh Gott, ich hab schon gedacht, ich falle gleich einfach tot um.
So, da ist noch eine Kiste, die habe ich gesehen. Keine Freunde-Sorge. Jetzt bin ich völlig durch den Wind hier, der Mob, ey. Kann ich schon nicht mehr reden. So, da ist aber nix. Da ist auch nix. So, hier haben wir noch die Kiste. Die möchte ich mir... Achso, haha. Wir müssen hier einmal rüber. Glaube ich. Ja. Boah, voll die Trickkiste. Gerade noch sagen, das ist ja wie in Dukes Archiv, wo du über diese Schrägen zur Kiste springen musst, beziehungsweise zu dem Loot auf dem Bücherregal, wo du Evelyn bekommst. Und was findest du hier? Evelyn. Alter, ich liebe FromSoft, ey. Ich liebe FromSoft, das ist einfach so gut. Es ist einfach so fucking gut. Alter. Evelyn. Was brauchen wir denn da? 18. 18 Blutdingers. Brauchen wir. 18 Blutpunkte. Oh Mann, ey. Besondere Pistole, die von den Kanehurst-Rittern benutzt wird. Die Evelyn nutzt Quecksilberkugeln, genau wie jede Feuerwaffe der Werkstatt. Aber die Kanehurst-Variante legt Mehrwert auf die Blutfärbung. Liebevoll nach einer Frau benannt. Und nach einem anderen Spiel und mit einer aufwendigen Gestaltung wurde Evelyns von Kanehurst-Rittern verehrt. Alter, wie gut ist das denn bitte? Ich feier grad so hart, ey. Oh Mann. Du sagst Beltor exakt. Achso, ja, wobei ich guck die, nicht falsch verstehen, ich guck auch die Streams von Gronkh gerne, aber Funk ist da halt schon einen Schritt weiter als Gronkh, was das Stream angeht. Gronkh an sich ist halt eine ziemlich coole Persönlichkeit. Was ich halt an seinen Streams mag, ist, dass er halt in den Streams weitaus mehr aus dem Nähkästchen und Leben plaudert als in seinen Let's Plays. Und das wiederum finde ich halt gut, dass er sich davon mehr von seiner menschlichen Seite zeigt. Ja, die Streams von Gronkh gucke ich halt auch, aber. Er musste halt erst noch seine Linie finden. Guck mal da hin. Wie gesagt, nicht falsch verstehen. Ist nicht böse gemeint. Auch ich muss meine Linie noch finden. Wie gesagt, ich streame ja auch noch nicht so lange. Und muss ja auch erstmal darauf klarkommen, dass es halt immer mehr Leute werden, immer mehr Meinungen, pipapo. Das ist ja auch alles für mich noch Neuland. Wie gesagt, Funk ist das jetzt ja in Anführungsstrichen schon gewöhnt. Das darf Tausende, Zweitausende zugucken. Und wie gesagt, für Gronkh ist das halt neu, live mit den Leuten zu interagieren. Genauso wie das für mich ja noch relativ Neuland ist, dass so viele Leute auf einmal da sind. Und das überfordert halt in manchen Situationen. Du wirst halt einfach so geflasht als Streamer dann. Alter, wer? Wo? Was? Warum? Wo? Ach, da hinten schon wieder der Blaseboy. Die sind auch Schandstadt, die Typen, ey. Unglaublich. Ja, komm, hör doch mal auf da mit deinem Kackapparat. So pieselt er sich wahrscheinlich noch mit meinem Loot. Die Blaseboys. Unglaublich. So, aber da kamen wir her. Hier ist nichts. Gut. Schon mal Schritt 1 erledigt, den Blasemann. Kennst du Bruga? Ja, Moment, ich überlege gerade. Moment. Ich glaube, so geht's. Hallo Leute, ich bin's, der Bruga. Und wir spielen heute zusammen Dark Souls. Ja, ich kenne Bruga. Also ich gucke nicht alle seine Let's Plays, aber gerade die
wo sich unsere Themen überschnitten haben. Dark Souls habe ich bei ihnen halt geguckt, Demon's Souls, in Dragon's Dogma habe ich bei ihm mal reingeguckt und bei Ico, weil ich ja bei Ico nicht weitergekommen bin und er hat die Stelle halt gemeistert, wo ich halt verzweifelt bin und das Let's Play damals abgebrochen habe. Da habe ich auch bei Bruga mal reingelinst. Der Stream mit dem Panda, ganz genau. Und ich eier hier gerade rum. Aua! Nein, hier schon wieder so ein Blasenmops da oben. Die Reichweite von dem Blasemann, ey. Wenn ich so weit blasen könnte, dann wäre ich der König von Deutschland. Jetzt geben sie es mir aber dreckig hier. Alter! Na, immerhin. Immerhin. Das ist schon mal die gute Nachricht. Wir haben hier Blutzwingungen gekriegt. Manometer. Ist das hier eine Tür? Nee, es ist keine Tür. Das finde ich so geil. Die machen eine Hommage an ihre anderen Spiele und bauen Elemente aus verschiedenen Spielen ein. Das ist auch wieder wie das Fenster halt in Anno Londo. Ziemlich geil. Ziemlich, ziemlich geil. Oh mein Gott, es ist Luca, ja, ich hab's heute irgendwie mit dem Blasen, was weiß ich. Ja, der bläst ja da auch mit seinem Pusteröhrchen, da kann ich ja nichts dafür. Ist er wirklich schneller? Ja, da ist schon wieder so ein Blasemann. So ein Blasemann. Blutsviolen. Immerhin, da werden wir damit ganz gut jetzt hier eingedeckt. Das ist schon mal Bombe. Hier gibt's schon mal Bombenloot. Hier gibt's wirklich Bombenloot. Wir können bald nochmal aufwerten. Ich freue mir einen Schnitzelkeks. What the fuck ist ein Schnitzelkeks? Klingt aber lecker, ein Schnitzelkeks. Sind meine zwei liebsten Dinge drin. Schnitzel und Keks. Na, ha, ha, ha. Ah. Nein. Nein, FromSoft. Nein. Warum? Hä? Moment mal. Sind wir da unten nicht gewesen? Ne, anscheinend nicht. Da sind ja überall Geister. Und da ist auch noch eine Kiste. Das ist wirklich Dukes Archiv Reloaded, ey. Aber sowas von. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Das ist ja un... Achso, da ist noch so ein Moped-Mann. Der putzt mal eben hier die... Treppe. Mr. Mrs. Sorry, ich war gerade gehirntot. Mrs. Irgendwas war es. Ich danke dir fürs Follow, sorry. Ich hab das Wort Treppe gesucht für Treppe putzen. Und dann war mein Gehirn ausgeschaltet. Oh mein Gott, ey, hier sind so viele Details drin. Und wir sind jetzt, glaube ich, einmal rum. Das heißt, wenn ich das jetzt richtig sehe, gibt es zwei mögliche Wege. Wieso ist das denn ein anderer Raum? Das checke ich jetzt gerade nicht. Ach so. Der Raum ist quasi hier in der Mitte gesplittet, also hier quer durch.
Wir waren hier auf der Hälfte des Raums und das ist die andere Hälfte des Raums, wo wir runtergeguckt haben. Quasi hier runter. Da ist nämlich noch eine Kiste und ein Hebel und genau, der ist baulich in der Mitte getrennt. Das habe ich jetzt gecheckt. So, jetzt ist die Frage... Ups, hier die Bücher umrennen. Da war, links waren wir. Das heißt, wir haben... Welchen Weg haben wir denn jetzt? Nur den durchs Fenster? Moment mal. Ja, da geht's nicht lang. Da hinten... waren wir, aber da kommen wir nicht durch. Das heißt... Moment, ich muss mal einmal ganz kurz gucken. Ich kann jetzt nicht auf den Chat gucken, sonst verlaufe ich mich sofort wieder. Da waren wir. Hier war das offene Fenster. Also wir müssen durchs offene Fenster gehen. Einen anderen Weg gibt's nicht. Oder habe ich jetzt eine Leiter hier übersehen? Da vorne, zu der kommen wir nicht hin. Da ist nichts offen, ne? Was eventuell funktioniert... Da bin ich mir nicht sicher. Aber ich glaube, da brauchst du entweder Speedrunner-Talent, dass man das als Sprung nutzt und hier irgendwo drauf landet, dann hier drauf landet und damit in den Teil des Raumes kommt, wo wir noch nicht waren. Das könnte funktionieren hier über diese Ebene. Will ich jetzt nur beim ersten Mal nicht testen. Also nicht direkt Speedrunner-Strategien mit irgendwelchen Trickjumps, aber das könnte hier funktionieren. Das heißt, wir gehen jetzt einmal den offiziell normalen Weg. Wobei ich denke, dass wir dieses Ding hier mit dem Hebel da, also der Hebel wird wahrscheinlich den Schrank da wegfahren, dass die Leiter runterknallt. Anders kann ich mir das nicht erklären. Da werden wir irgendwann einen Shortcut aufmachen. Aber wir gucken erstmal jetzt den offiziellen Weg durchs Fenster. Und wie gesagt, sobald ich beim Fenster stehe, gucke ich auch auf den Chat, Freunde. Keine Sorge. Aber erstmal das Gebiet hier verstehen. Sorry, sonst heißt es, naja, ich gammel nur rum. So, jetzt kann ich mal auf den Chat gucken. Mal eine Sekunde dampfen. Ach, Yassi, ich danke dir. Und ich bin... Bin ich offline? Habe ich Frame Drops? Was sagt mein Tooltip? Das sieht gar nicht gut aus, würde ich behaupten. Moment. Weil mein Chat, da ist er frisch aus der Ofen. Oh nein, jetzt geht's. Ja. Da ist er. Da ist er wieder. Da ist er wieder. Er bewegt sich. Es geht wieder. Es geht wieder nicht. Ich habe es gerade gemerkt, dass ich anscheinend Probleme hatte. Jetzt muss ich einmal ganz kurz das hier wegschieben. Nicht erschrecken. Ich mache mal so, hallo, hallo, ich bin wieder da. Dann hatte ich nämlich gerade, ich weiß nicht, was ich hatte. Vielleicht ein 24-Stunden-Disconnect, das könnte sein, weil ich letztes Mal um die Uhrzeit resettet habe oder so. Ich weiß es nicht. Wie viele Bosse hast du gemacht? Ja, wir sind durch. Bloodborne ist beendet. Wir spielen ab jetzt nur noch Dark Souls. Darf ich... Dark Souls. Nein. Aber es scheint jetzt wieder zu gehen. Ja, ich hoffe. Da hat sich das Ding nämlich wieder verwubbelt. Scheint jetzt sich zu normalisieren. Hurra. Schreibe ich mal... Falls das dann jemand sehen kann, einmal F5 sollte helfen. Dann bin ich nämlich wieder da. Können eventuell die Mods auch bitte nochmal bestätigen. Auch ich hatte irgendwie einen 24-Stunden-Disconnect oder so. Ich habe keine Ahnung. Geht jetzt dann dementsprechend weiter. Wenn alles soweit in Ordnung ist. Ich hoffe es. Ich hoffe es. So. Die Anspielung mit Evelyn ist eine Armbrust, genau wie Nightcry schreibt, aus Dark Souls 1, die du genau in diesem Dukes-Archiv, was so aussieht wie diese Bibliothek hier, finden konntest mit einem Jump auf dem Bücherregal.
Ja, gut. Dann muss ich auch einmal noch mal kurz eine Anmoderation für YouTube, glaube ich, machen. Weil wegen Schnitt und so. Yay, das Internet geht wieder. Es ist gerade ausgefallen. Deswegen ein kleiner Schnitt. Ihr habt nichts verpasst. Ich bin nur hier oben rumgeirrt. Ich weiß nicht, ob das gerade akustisch noch mit drin war, dass es hier eventuell einen Trickjump über das eine Dings gibt. Was wir jetzt nicht machen, wir gehen einmal den offiziellen Weg und zwar hier durchs Fenster. Weil das der einzige Weg ist, denke ich, dass es der offizielle ist. Und beim nächsten Mal können wir dann gucken, ob wir da runterjumpen können. Weiß ich nicht, Yassi, 24 Stunden Disconnect oder kurzer Internetaussetzer. Ich hatte halt ganz kurz Frame Drops. Keine Ahnung. Mein Chat hat sich auch neu geladen, aber jetzt geht es halt wieder anscheinend. Hoffe ich. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ah, da waren wir. Die beiden Möpse hatten wir von vorne schon runtergehauen. Die beiden Statue-Möpse. Okay. Also möchten wir eher in diese Richtung. Da ist eine Tür oder ein Fenster. Und hier ist nichts. Dann gehen wir hier runter. Dann gehen wir hier runter. Und oh, die Ultraschallmänner. Ah, die Ultraschallmänner. Im Nahkampf sind die echt witzlos, aber im Fernkampf, ey, rülpsen sie dich um. Oh mein Gott, ey, das Gebiet, ich sag es euch. Zu geil. Zu geil. No, besser, glaube ich. Wo ist der Rhein, geografisch gesehen? Mit der Einladung aus Josefkas Klinik zur Kanehurst Castle über die Kreuzung von Hemwick. Da wurde ich mit der Kutsche abgeholt. Genau, Yassi. Schimpf mit dem Internet. Aber das ist ja alles Neuland hier in Deutschland, wenn du halt die Geschichten mit dem Internet von den Leuten mitbekommst. Gerade was so Internetanbieter angeht. Das sind ja Horror-Stories, ey. Keine Ahnung, da muss ich dringend was tun mit dem Internet in Deutschland. Das geht so gar nicht. Ich will jetzt nicht sagen, ja, eigentlich will ich es schon sagen, das gehört einfach heute mit in jedem Haushalt. Und die Internetanbindung bei manchen, die geht ja null. Keine Ahnung, da müssen halt die Vermieter und Deutschland irgendwas dringendst machen. Hallo, du hast keinen Kopf, du trägst deinen Kopf gerade in der Hand. What the fuck? Oh ja, irgendwo ist doch bestimmt schon wieder so ein Blasebalg drin. Moment, Chat, ich bin gleich bei euch. Hier sind nur so viele Mobs. Nein! Au! Ja, der Katzenmann.